Hallo und willkommen zurück hier wieder einmal in Phasmophobia. Für uns ist es nur ein paar Minuten her, für euch jetzt vielleicht ein bisschen länger, aber wir sind wieder da. Wieder die zwei üblichen Verdächtigen in einer Person. Ich grüße euch beide. Hallo, grüß dich. Hallo. Ja, auch dieses Mal sind natürlich wieder beide verlinkt. Ich bin auch wieder super dankbar, dass ihr dabei seid, weil alleine ist es für mich ziemlich stressig. Ja, die erste Runde war auch ehrlich gesagt echt ein bisschen stressig. Also, ich habe jetzt halt verstanden, was du meinst mit, dass es einem doch irgendwie unter die Haut geht. Also ich bin auch voll Ja. angefixt, jetzt muss ich sagen. Also es war echt aufregend, nervenaufreibend, vor allen Dingen das Ende. Ja, bei dem ich übrigens herausgefunden habe, dass mich der liebe Helorus umgebracht hat. Aber das ist jetzt Schnee von gestern. Was jetzt passiert, das ist jetzt ganz neu, ja? Okay. Ich wollte doch nur, dass was passiert. Ich wollte doch nicht, dass was, dass dir sowas passiert. Ja, du hast es bekommen. Na, wir haben dieses Mal haben wir es auch so gemacht, dass jetzt auch die Ausrüstung beim Helorus da ist. Sprich, wir haben jetzt doppelte Ausrüstung. Jetzt haben wir nicht mehr das Problem, nur eine Taschenlampe zu haben. Und Wie sollte sein? ich hätte gesagt, wir gehen jetzt einfach wieder in zufällig rein. Ich dabei. Dieses Gebäude hat eine echte Vergangenheit mit dem Tod. Welches Opfer wird es als nächstes verlangen? Ridgeview Court. Das ist ein Gerichtsgebäude, oder? Nee, verwende die LKW-Bildschirme, um den Geist leichter zu orten. Okay, da sind wir schon. Hallo, hallo, Okay, es hat hallo. nicht funktioniert. Wir haben doch alles nur einzeln. Okay, außer wenn du es jetzt nimmst, dass es vielleicht nochmal dann da Also, hängt. ich würde ganz gerne diesmal das Fieberthermometer nehmen. Ja, schau mal gleich hier hinten an, was der Geist kann. Wir müssen auf jeden Fall das EMF wieder haben. Warum habe ich hier in dem... Ich habe in dem Truck Gefriertemperaturen. Ist der Geist hier? Es wirkt so. Ja, man sieht deinen Ach, Atem. draußen schneit. Schau mal, draußen schneit. In der Cam. Ah, wie heißt denn unser Geist? Dann will ich das Fieberthermometer Das vielleicht sage doch ich dir nicht. nicht. Dann schauen wir Ja, doch, einfach das will ich auf jeden selber. Fall auch nehmen. Aber wir brauchen das EMF. Michelle. Michelle Und Shallon. er jagt schon wieder. Reagiert Ja, auf doch, das ist sehr schön. Einzelpersonen. Okay. Was, der Gut. jagt auch wieder? Ja. Ja, aber hier Entkomme entkomme dem dem Geist Geist während während einer einer Jagd. Jagd. Okay, dann. Dann. Also EMF meintest du, gell? Ja, das ist das Ding oben links wieder. Genau. Dann nehme ich die Geisterbox wieder. Und die Kamera war eigentlich Ja, ganz ich hätte cool, gesagt, dass oder? du auch noch die Kamera aufstellst. Passt. Dann stelle ich die Dann nehme ich Kamera das noch auf. Büchlein. Und dieser Laserpointer war eigentlich ganz cool. Magst du die Taschenlampe nehmen? Ja. Ja, wenn du die, genau, wenn du die hast, Und dann nehme ich vielleicht noch die Geisterbox mit, hä? dann. Können Also wir tatsächlich reagiert auf probieren. Einzelpersonen, hieß es. Ganz wichtig, Ja? der Stromkasten ist in der Garage. In der Garage, okay. Haben wir uns Und es gemerkt. gibt, glaube ich, einen. Es gibt ein Obergeschoss und einen Keller. Jetzt geht's auf. Die Map ist nicht klein. Obergeschoss, Keller. Der Keller ist halt nur ein Raum, aber reicht mir schon wieder. Dann könnten wir ja auch direkt in den Keller gucken. Ach so, ja gut, können wir auch. Kannst du ein Licht machen? Nein. Tatsächlich konnte ich es nicht, weil du davor standst. So. Kuckuck. Man sieht einfach deinen Kopf. Echt jetzt? Ja, Das ist wirklich. kein. Ist das kein cooles Versteck? Ja, weil du auch so nach oben schaust und du hältst auch noch. Ich weiß nicht, was du Fock gerade dich in der mal, Hand hast. fock dich mal. Fock dich mal. Ja, warte. Ich will's auch sehen.
Nicht gut. Kann es sein, dass das auch im Geist trickt? Ja, warum nicht? Geh vor. Ja, dann gehen wir da rein. Achso, was soll mit der Scheiße? Du brauchst das EMF-Gerät, gell? Ja, aber ich brauche erstmal was zum Sehen. Wow, da war schon wieder irgendwas. Ich mag das nicht. Was war? Als wir hier reinkamen, war wieder so ein Bumm. Das war genauso, bevor ich jetzt schon gestorben bin. Wieso sage ich das? Das ist ein Keyword. Bist du ein bisschen paranoid? Hol mal den Messer raus. Aber sie reagiert ja nur auf Einzelpersonen, gell? Ich würde sagen, dass du einfach die Kamera hier hinten aufstellst, die dann so in den Raum reinschaut. Also hier, so nach da drüben. Hm? Du kannst auch auf den Boden stellen. Boden ist, glaube ich, besser. Hm. So. Okay. Du musst aber da bleiben, weil sonst sehe ich gar nichts. So. Die Nadel schlägt ein klein wenig aus. Okay. Da war ein Computer. Ah, einfach ein Setup. Ich habe ein Messer. Okay. Also tu mir nichts, gell? Ich tu dir auch nichts. Ja, da war schon wieder so ein Bong. Aber wieder da hinten, wo wir gerade waren. Wenn du mich hören kannst, beweg das Messer. Scheint nicht hier zu sein. What the devil? Aber es schlägt nicht aus. Da hinten ist irgendwas und ich sehe nichts. Die Kamera? Ach, da ist ein Lichtschalter. Schlafzimmer. Da im Kleiderschrank vielleicht. Oder ist das ein Bad? In den USA werden Räume nur dann gezählt, wenn sie ein Badezimmer haben. Hm. Nicht mal nicht Badezimmer, sondern eigentlich so einen begehbaren Schrank. Okay. Da ist der begehbare Schrank. Oder beziehungsweise generell so einen Einbauschrank, wie man es ja oft in irgendwelchen Serien gesehen hat. Mhm. Meine Güte. Oh, meine Güte. Alter. Alter. Da war was. Alter. Alter. Also der ist ruhig geblieben auf drei. Alter. Oh, ja. Erzähl. Da war ein... Oh, oh, deine Sanity. Oh, yo, yo. Ja, meine Sanity. Oh, Alter. Was war denn? Es ist das Licht ausgegangen und dann hat sie irgendwas gesagt so... Hei, hei, ja. Und in ist der Geisterbox oder... Nein. Generell, ohne Geisterbox. Ich bin so ja. Mit dem EMF und dann war das so ein... Yay. Aber das EMF hat nicht ausgeschlagen. Wo waren das? Ich bin hinten vom Kinderzimmer quasi nach vorne marschiert. Aber das EMF hat gar nicht ausgeschlagen. Da! Werde Zeuge eines Geisterereignisses. Ja, das ist natürlich sehr wild. Dann heißt es jetzt die Kamera und das Buch holen. Dann stell die mal so hin, dass man richtig viel von der Küche sieht oder da, wo du denkst, dass es sein könnte. Also ich bin von hier hinten gekommen.
mit uns reden? Willst du mit uns reden? Hast du zugemacht? Hast du zugemacht? Ja. Gut. Sonst hätte ich mich jetzt verstecken müssen. Sonst hättest du mich gar nicht gesehen. Bist du hier? Schon wieder ein bisschen intens, ne? Aber passiert, gerade passiert was sogar. Ja, hat er die Kamera aufgestellt, ist die Frage. Nein, er hat die Kamera noch nicht aufgestellt. Oh shit, 8. Rauf oder von da vorne? Ich würde eher von da vorne. Genau. So, die Kamera ist platziert. Komm mal ein bisschen. Der war auf 8 grad. Oh, dann waren wir in der Küche. Der war gerade auf 8. Oha. Okay, also triggern wir den in der Küche. Aber das EMF. Aber das EMF-Gerät, das hat immer noch nicht ausgeschlagen. Soll ich mich jetzt mal opfern? Na, warum? Hier wird sich nicht geopfert, wir gehen zu dritt. Ja, um das Licht anzumachen. Das kannst du ja gut machen, weil die ist ja hier in der Küche. Ich pass auf, dass sie nicht aus der Küche geht. Aber das Problem ist, ich habe ja kein Licht, ich sehe ja nichts. Achso, ja, warte hier. Danke. Ich pass auf, dass sie nicht aus der Küche geht und bleib hier außen stehen und sag jetzt ganz oft ihren Namen. Nein, ich weiß nicht mal den Namen mehr. Irgendwas Mivi Dingendingens oder so. Warte, okay, die Garage war da hinten, gell? Ja. Ja gut, das bringt ja gar nichts, wenn ich da draußen stehe. Ich sehe ja nichts. Ich dachte, wenn ich da schaue. Ich bin echt nervös. Mhm. Ich bin hart nervös. Da ist der Stromkasten. Ich habe was gehört. Okay. Strom ist wieder an. Pack das EMF-Gerät mal aus. Hallo? Ich guck mal kurz nach, ob sie das jetzt wieder ärgert. Und? Hallo? Hat sie es geärgert? Was gesehen? Es hat gar keinen Sinn gemacht, wenn ich an der Tür stehe, weil ich habe nichts gesehen. Ich habe in der Kamera geschaut. Es steigt auf 7. Und als wir reingegangen sind, war auf 8. Das ist nur das Reingehen schon alleine. Ja. Ja gut, weil wir halt mit Licht reingehen, ne? Vielleicht mag der halt kein Licht. Aber ich habe halt leider sonst... auf bis jetzt gar nichts. Wir haben bis jetzt tatsächlich noch nichts. Das ist ja die Scheiße. Höchstens könnten wir mal wieder mit dem Laserpointer reingehen und zu schauen. Also ich mach mal das Radio weg. Ja. Und ich nehme mal den Laserpointer. Und ich komme jetzt auch mit und dann gehen wir zusammen in den Raum da hinten rein, weil wenn die auf Einzelpersonen reagiert, dann ist es besser, wenn wir zu zweit sind, weil sonst haut die uns gleich einzeln wieder weg. Echt ist schon wieder aus. Schreib ins Buch. Bitte. Tu uns den Gefallen, gib ein Autogramm. Uns doch was. Warte mal, bleib mal da. Ich nehme nochmal die Kamera. Komm bitte mit, weil sonst, wenn ich die jetzt filme, dann greift die mich gleich an. Echt, oder? Ja, so war es bei mir. In meinem ersten Ding. Ich habe die jetzt mal hierhin platziert. Dass die den Gang noch mitnimmt. Mhm. Dann schauen wir mal nach. Ja. Ja.
Vielleicht erwischen wir ja dann die Michelle. Schnell weg. Schnell weg. Einfach mal den Namen kurz sagen, vielleicht triggert's das ja nochmal. Oha. 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 Alpha, guck mal. Der Name hat sie getriggert. Ich habe gerade ihren Namen gesagt und schau mal, wie hoch das getriggert hat. Ja, aber jetzt kommen wir ja nie wieder rein, ohne dass sie uns nicht mehr... Schau mal deine Sanity an. Über die würde ich mir mehr Sorgen machen. Ja, mein Gott. Hilft dir jetzt nichts, wir können ja nicht aus. Aber ich habe... Also dann... Vielleicht ist sie wirklich in dem Gang oder in dem Zimmer da hinten drin. Oder Küche, eins von beiden. Also Lodus hat das jetzt gerade an der Eingangstür gesagt, an der Haustür, ihren Namen. Soll ich Namen. Mal schnell das Licht ausmachen? Jetzt ist... Warte mal, bleib mal kurz da und schau, wenn ich reingehe und dann schau, ob da was steigt. Ja. Und ich gehe dann rein, mach das Licht kurz aus in der Küche und im Wohnzimmer und dann sage ich nochmal ihren Namen, mal schauen, ob das nochmal irgendwas triggert. Ich bin echt ein Idiot, ich melde mich freiwillig, da nochmal reinzugehen. Mhm. Licht aus. Du musst näher ran. Kacke, Knacks. Das nicht. Da brennt noch irgendwo Licht. So. Michelle? Komm doch, komm doch. Wir warten. Zeige dich. Zeige dich. Wir wollen dich sehen. Wir wollen dich mitbekommen. einfach mal ein bisschen triggern, ne? Weiter. Okay. Auf 4. Da. Auf 7. Was? Ja, das war, als du das Licht ausgemacht hattest. Also ich habe das Licht ausgemacht und dann war es 7? Ja, aber das zweite Licht, also im Wohnzimmer, glaube ich, war. Also so irgendwie dazwischen war es. Mhm. Ah, okay. Ist sie vielleicht im Wohnzimmer? Ich habe auch in der Kamera geschaut, ich habe in der Zeit nichts gesehen. Ich sehe auch keine Orbs. Ist sie im Wohnzimmer? Bisher. Vielleicht ist sie im Wohnzimmer. Da. Echt? Bei mir ist da nichts. Bei mir sind da nur... Ich sag nicht, was für Flecken. Ach nö. Seid ihr noch da? Ja. Ja, da war schon wieder so ein Knacksen da hinten in dem Eck, als du den Raum hier verlassen hast. Aber ich sehe gar nichts, was Fingerabdrücke anbelangt. Das hat schon wieder geknarzt. Anfänger, ne? Ich sag's nur so. Das ist Anfängermodus. Okay. Aber es hat ausgeschlagen. Oida. Ja, und wir waren doch wieder in der Nähe. Unsere beiden Sanity ist jetzt runtergegangen. Die muss in einem der Räume da drin sein. Ich glaube nicht in der Küche, sondern eher in dem recht, ganz rechten Bereich von dem Web. Okay, passt. Dann gehen wir rein, oder? Jetzt kommen wir. Zeit, um ein Rohr zu verlegen. Warte, Schande. Aber jetzt mache ich das Licht an, weil ich gar keine Lust dazu. Licht geht nicht an. Hast du gerade die Tür zugemacht? Ja. Okay. Licht geht nicht an. Dieses Licht geht nicht an. Wir gehen gemeinsam. Das letzte Mal habe ich es alleine gemacht. Ja, und jetzt machen wir es zusammen. Okay. Zuerst den Strom anstellen. Ja. Genau.
Hier ist Licht an. Okay. Wow, da war wieder ein Knacksen. Gefällt mir nicht. Warte mal. Oben? Wir waren noch nicht oben. Vielleicht ja, ist sie aber oben. Ja, also vielleicht ist sie auch oben. Aber lass erstmal das noch probieren hier unten. Gut, dann nimm die Kamera. Ich habe keinen Platz mehr dafür. Oh. Der Strom ist schon wieder aus. Oh, 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 oh. Wieso wissen? Achtung, er schlägt Achtung. Aus, er schlägt aus. Er schlägt aus. Geht höher. Auf 3. Er geht höher. 3. Auf 3. Ja, dann ist der rechts drin. Safe. Dann zurück in den Bus. Hast du das Licht ausgemacht? Ja. Puh. Da, finde okay, Beweise, ja. EMF-Messgerät. Ja, okay, EMF ist es auf jeden Fall. Wenn wir jetzt nochmal, wir schauen jetzt nochmal den Rayo an. Schauen wir nochmal auf die Kamera, vielleicht sieht man jetzt was. Die haben wir gar nicht aufgenommen, gell? Nee, die wollten wir und dann... Okay, pass auf. Sind Dinge passiert. Hörst du mich? Ja. Okay, wir müssen es jetzt so machen, dass wir die Kamera richtig positionieren und daneben den Laserpointer platzieren, weil beide Beweise für den Rayo sind sowohl Geisterorb als auch dieser Dots-Projektor. Mhm, okay. Also wir müssen jetzt wirklich rein, Licht zu zweit, Licht an. Gut, und zügig reingehen. Also, ja. Ich lasse die Taschenlampe noch an und dann machen wir das jetzt schon mal auf die Schnelle. Also erst in die Garage. Wenn wir jetzt den Stromkasten anmachen müssten, dann lass den einfach nicht anmachen, sondern einfach so jetzt machen. Okay, hast du einen freien Platz in deinem Inventar? Nein, ich muss ja erst den Dots platzieren, dann könnte ich die Kamera nehmen. Oder du nimmst die Kamera. Dann lass mich noch schnell was ablegen. Ja. Machen wir das Geisterradio mal weg, oder? Mhm, das braucht man nicht. Da muss es hin. Gut, dann kann ich nämlich die Kamera gleich nehmen. Warte, ich muss nur kurz testen, wie das mit dem Ding funktioniert. Kann ich das hier testen? Kannst du das? Bück dich und dann... Also genau. Ich muss den einfach nur hinwerfen. Okay. Vorsichtig. Ja, Licht geht nicht. Scheiß auf Licht. Gut. Am besten ins Eck. Hier. Ich würde es ganz hinten ins Eck legen im Zimmer. Nee, ich will ja da nach vorne filmen. Okay. Die Kamera ist weg. Die Kamera ist weg. Da ist kalt. Da war's. Da ich hab die eigentlich hingelegt, die Kamera, aber die Kamera ist jetzt weg. Okay. Und da ist es, glaube ich, gerade. Da ist die Kamera. Die Kamera ist jetzt hier. Oh, die hat uns die Kamera geklaut. Hä, die hat die weggeworfen? Die hat die Kamera genommen und hat sie jetzt da abgelegt. Ja, glaube ich, bin ich, oder was? Oi. Jetzt schauen wir schnell auf das Brett. Oh, jetzt sind wir sicher schon voll insane. Ich habe die Kamera abgelegen und auf einmal war die Kamera weg. Aber es gibt keine wirkliche Interaktion. Ja, das kann passieren. Dann nochmal rein und die Kamera holen. Rein, Kamera umbauen und... Gehst du bitte mit? Ja, da ist er. Das ist der Raver Alpha. Alles ist gut. Ist doch super simpel, ganz ehrlich. Da müssen wir uns doch keine Sorgen machen. Okay, jetzt schnell. Ich habe halt hier ultra gefriert Temperaturen, aber ich glaube, das ist von draußen. So. Und da daneben, genau. Es ist alles bestens, in bester Ordnung. Es ist super entspannt. Okay. Scheiße, wenn die Hosen hat.
Alter, das ist echt geachtet, Spui. Er war auf 9. Findet er anscheinend nicht so tight, hä? Huh? Wechselt die Kamera. Und? Also, wenn die jetzt da durchläuft, dann sieht man das wegen den... Also, man kann es halt nur erkennen, wenn er durch die Kamera, durch die Dots läuft. Aber wir müssen halt Geisterorbs halt, müssten wir auch noch sehen. Sprich, so die Dinger, die rumfliegen. Soll ich mal an die Tür gehen und den Geist mal triggern? Vielleicht kommt dann eine Bewegung zustande. Jo, probier's mal, ja. Ich bin hier. Ich schau in die Kamera. Mhm. Oh, wir sind bei 32%. Ja, komm. Werde ich verrückt. Alles gut. Nimm vielleicht das EMF-Gerät. Na? Michelle, wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Du magst es nicht, wenn ich deinen Namen sag, hä? Huh? Dann komm doch. Traust dich doch eh nicht. Los? Michelle. Du musst schon drin bleiben. Ich habe ein bisschen getriggert. Ich habe nicht gesagt drin bleiben, sondern nur ein bisschen triggern, dass vielleicht eine Bewegung zustande kommt. Auf 10. Er war auf 10? Also ich habe nichts gesehen in der Kamera. Dann ist er aber woanders. Oida. Dann muss er woanders sein. Also weißt du, es gibt jetzt noch eine Möglichkeit, wie wir es endgültig herausfinden können. Wie denn? Hm. Du gehst in den Raum alleine. Ich bin doch eh gleich verrückt. Ja, warte, gut, dann gehe ich in den Raum alleine. Nein, wir gehen schon. Nein, geh du. Aber wir waren ja am... Wieso? Aber du hast mich sterben lassen, gell? Weißt schon mal, oder? Aber schau mal, wir waren doch an der Haustür und haben ihren Namen gesagt und das hat sie so hoch getriggert. Ja. Ja. Und sie aber sagten, also vielleicht... Also ich kann es ja nur bestätigen, wenn ich sehe, wie sie dich umbringt in dem Raum. Weil vielleicht ist sie ja doch eher im Esszimmer. Dass sie nicht in dem Raum da hinten ist, also, sondern im Esszimmer. Also der Geist kann... Aber ich kann sie auch bestätigen, wenn sie dich umbringt. Oben? Nee, das funktioniert so nicht. Was ist mit, wenn er oben ist? Also, wenn du an der Eingangstür den Namen sagst und der eh schon getriggert ist, dann ist egal, wo der sich auf der Map befindet, dann kann der immer jagen, auch wenn du halt ganz weit weg von dem stehst. Okay, also wir waren ja noch nicht mal oben, gell? Es kann auch sein, dass er oben ist. Rein theoretisch ja, aber ich würde dann nicht verstehen, warum erst das Event da war bei euch, warum er dann die Kamera aus dem Raum rausgezwiebelt hat und warum, wenn wir da unten sind, immer die Lichter ausgehen. Und unsere Sanities unten. Also oben macht für mich eigentlich wenig Sinn, außer das Spiel ist schlecht programmiert und es ist halt Flächen, also ebenenübergreifend, aber das wäre komisch. Ja, aber schau mal, die schlägt jetzt schon die ganze Zeit bei 4 aus. Irgendwas stört sie. Also du würdest halt eine Jagd schneller, also du würdest eine Jagd schneller forcen mit deiner Sanity, ne? Dann könnten wir schneller herausfinden. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, wo sollst du dich da drin verstecken? Ich habe keinen Schrank gesehen oder irgendwas. Ich habe auch nichts gesehen. Ja, komm. Sterben tut man nur einmal, oder? Ich gehe rein, tschüss. Ich opfer mich. Kann man ja, die war ich ja da. Ach komm, Mann, ich bin schon wieder tot. Ey, das gibt es nicht. Ich gehe wirklich eine Sekunde rein, bin tot. Das gibt es nicht. Ey. Ich kann dieses Spiel nicht. Ich kann es nicht überleben. Ja, er kam aus der Küche. Scheiße, er kam aus der Küche, Mann. Er muss nicht. Kann er von hier hinten kommen. Er lebt nicht mehr. Jau. Jetzt lass uns mal raten, oder? Jetzt schauen wir mal, was es für ein Geist ist. Oida. Oder? Geister. Also,
Ich würde echt auf den tippen. Wirklich. Ja, dann ich habe das Gefühl, wir hatten auch irgendwie... Aber dann fällt er da aus. Also auf die Geisterbox hat er gar nicht reagiert, oder? Gar nicht. Geisterorb, ja gut, das wissen wir jetzt nicht. Jetzt erliegt er. Nein. Es geht kein Strom. Das ist so deppert, Mann. Jetzt müssen wir raten. Das ist so deppert. Ich will nicht mehr. Sag ihren Namen. Was sollen wir machen? Sag ihren Namen. Und dann raus. Michelle. 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 Ja, super. Läuft halt in den Geist rein. Wo ist der Geist? Und die hat die Tür offen gelassen. Kam der Geist von oben? Na. Doch. Oben ist das Radio angegangen. Und macht es Sinn? Die Jagd ist vorbei, Leute. Ihr müsst da raus. 3 Sanity. Der ist oben, der Geist. Die sitzen immer noch da hinten, ne? Die Jagd ist schon lang vorbei, Mann. Geil. Da kommt er. Er war oben. Er ist oben gewesen. Nee. Au. Wow. Incredible. Gesagt, dass sie oben war. Bist du deppert? Weiß ich doch nicht. Ja, er war oben.
Er war oben. Hallo? Hallo? Die war oben. Die war echt oben. Ich hab den richtigen Geistertyp rausgefunden. Echt? Das war ein Spirit. Wieso hast du Spirit angedrückt? Nein. Oder? Also bei mir stand, das ist ein Spirit gewesen. Ah, nee. Na ja, es war ein Spirit. Ich dachte, es war ein Oni. Na passt, habe ich die Logik hier verstanden. Ja, bist du deppert. Kann es sein, du bist reingegangen und so? Ich meine, ja. Na, bei mir sah es aber erst so aus, als wäre sie von der Küche gekommen, aber dann habe ich gesehen, die hat immer von oben runter gejagt. Die ist in den Keller gelaufen, war wieder oben. Oben waren auch beide Radio an in den Schlafzimmern. Und da, wo wir waren, wo wir dachten, oder ich dachte, dass er wäre, genau drüber waren halt zwei Räume und da war er. Wow. Na gut. Alter. Super Intention wieder gewesen, gell? Boah. Ja, krass, krass. Also, das können wir gerne öfters mal machen, bis wir mal alle Locations durch haben. Auf jeden Fall. Und vielleicht überleben wir es dann auch irgendwann mal. Ja, irgendwann. Anfänger, dann die können ich nur da draus. Boah, dann sage ich an der Stelle, ich bedanke mich mal wieder recht herzlich, dass ihr beide dabei wart. Ihr seid echt eine Bereicherung. Das macht super viel Spaß. Danke für die Einladung. Es macht uns selber sehr, sehr viel Spaß. Und generell sage ich dann auch an euch ein herzliches Dankeschön, dass ihr wieder dabei wart. Lasst mir doch gerne ein Like, eine Bewertung da. Schaut in der Videobeschreibung dabei, schaut bei den Lieben vorbei. Das sind ganz super tolle Menschies. Die machen auch super Sachen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in einem neuen Video, wenn wir uns wieder weggruseln. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Ciao. Ciao.